Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zur Folge 28 auf der Ravenport. Wir haben gestern das erste Feld geerntet. Jetzt ist es allerdings, das Unkraut wächst gerade nach. Und ich will jetzt mal schnell gucken. Deswegen fahre ich auch mal fix mit dem Schneidwerk hier übers Feld. Über die Straße. Denn sollte sich jetzt das Unkraut hier breit machen. Ne, sieht aber nicht so. Aus irgendeinem Grund nicht so aus. Ich weiß nicht wieso. Wir hätten jetzt auf jeden Fall Glück tatsächlich in dem Fall. Hier wächst es und da wächst es hier allerdings nicht. Ich würde aber das Feld trotzdem gerne ernten. Bevor das Unkraut doch noch darüber wächst. Wobei andererseits, wenn das jetzt hier erstmal durchwachsen muss. Ne, dann lassen wir das. Dann lassen wir es. Dann warten wir. Dann dürften wir eigentlich Glück haben. So. Dann können wir uns. Na gut, wobei andererseits, wenn wir jetzt gleich schlafen gehen, weil es dunkel wird. Und wir am nächsten Tag aufwachen. Ja, das ist jetzt gerade die große Frage. Ich habe halt einfach nur Angst vor dem Unkraut. Also möchte es halt ungern in meinem fertigen Feld drin haben. Das wäre richtig bescheuert. Können wir hier gleich auch auskippen, wenn wir schon mal hier sind, weil das nächste Feld ist noch größer. Dann würde ich sagen, dann reißen wir das jetzt auch noch schnell runter. Das machen wir dann allerdings nicht im ja, Mensch, meine Fresse, im Zeitraffer. Das machen wir jetzt über die zwei Folgen mal fix. Weil zweimal Feld im Zeitraffer ist auch ein bisschen doof, glaube ich. Dann würde ich sagen, dann reißen wir jetzt das Feld hier noch so schnell es geht runter. Gehen dann schlafen. Und kümmern uns anschließend um Feld 3. Beziehungsweise, ja, wäre wahrscheinlich sinnvoll. Müssen wir, ja, gucken wir dann. Ich kann auch nämlich sein, das Feld. Ne, das ist noch lange nicht erntereif. Okay, da hätten wir noch Zeit. Aber da drüben müssen wir ja noch einmal Unkraut zupfen gehen. Also würde ich sagen, Plan ist wie folgt. Das Feld abreißen, schlafen gehen, Unkraut auf Feld 1 runterreißen. Dann Feld 3 einsehen und düngen. Dann können wir uns ein bisschen um darum kümmern, dass wir den Schaf, also den Tiertransporter an den Start bekommen und das Wasserfass. Ich denke, da können wir uns mit Sicherheit auch noch ein paar Tiere holen, bevor die erste Wachstumsstufe quasi durch ist auf dem Feld 3 und wir Feld 2 ansehen können. Wobei ich im Nachhinein, ich habe ja immer gesagt, ich hätte halt gerne, dass alle eine andere Wachstumsstufe haben, alle drei Felder, damit man immer wieder was zu tun hat. Wobei ich ganz ehrlich im Nachhinein gar nicht weiß, ob das so schlau ist. Denn wenn wir jetzt alle drei gleichzeitig mehr oder weniger immer bearbeiten, oder sei es jetzt wenigstens Feld 2 und 3, dann haben wir halt dazwischen ein relativ großes Luftfenster, wo wir uns um andere Dinge kümmern können. Ansonsten wäre dieses Fenster, glaube ich, immer sehr klein und wir würden nicht viel schaffen. Das müsste man jetzt, im Grunde müsste man das ausprobieren. Und das Schwierige dabei ist, es hätte ja eigentlich schon so sein sollen. Ich weiß halt bis jetzt immer noch nicht, warum Feld 2 und 3 gleichzeitig fertig waren. Ei, ist das hell. Aber ich denke, auch wenn es jetzt dunkel wird, solltet ihr ordentlich was sehen können. Also der Unterschied zwischen Spiel und OBS ist schon gewaltig. Dann von
OBS zu YouTube nochmal. Ja, aber wir gehen werden dennoch, wenn wir nachts schlafen gehen, sobald wir die Zeit dafür haben. Ich möchte selber nicht permanent im Dunkeln spielen, das geht mir langsam nicht auf den Keks. Auch wenn ich die Helligkeit komplett hochgeschraubt habe, was ich gar nicht so schön finde eigentlich. Die werden wir wahrscheinlich dann auch einfach wieder runterstellen. Muss ich halt, wenn ich streame, immer dran denken, sie wieder hochzuschrauben. Da ich das im Stream ja leider nicht so handhaben kann. Da wir gerade auf dem nordfriesischen Marsch nachts durcharbeiten, da haben wir nämlich auch noch keine Hütte zum Pennen. So wie auf der Felsbrunn halt auch. Gut. Ja, das Feld da drüben, das waren jetzt nicht ganz 20.000 Liter, waren glaube ich jetzt 18.000 irgendwas. Das war okay. Bisschen weniger, als ich mir erwünscht hätte. Hätte gerne so zwischen 25 und 30.000 von dem Feld runtergeholt. Die werden wir dann wahrscheinlich hier bekommen. Ja, wobei hier sollten wir eigentlich noch eine ganze Ecke mehr bekommen. Hier sollten wir, oder hier wünsche ich mir, dass wir hier zwischen 45 und 50 rausbekommen. Das Feld ist ja nun doch ein bisschen größer. Daher werden wir auch locker jetzt diese und nächste Folge brauchen, bis wir das abgeerntet haben. Macht das eigentlich einen Unterschied, wenn ich jetzt Differenziale mal sperre? Wird wahrscheinlich gleich beim Wenden einen gewaltigen Unterschied machen. So, genau. In der letzten Folge kam ja der Postbote mitten in die Aufnahme geschneit mit meiner neuen Konsole. Ich habe die jetzt mal eben zwischen den beiden Aufnahmen ausgepackt, weil ich sehr neugierig war. Was jetzt der Unterschied zwischen einer neuen und einer alten Konsole ist. Und ja, es war ernüchternd. Es gibt keinen Unterschied. Der einzige Unterschied ist, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Konsolen vorher verpackt waren. Jetzt ist es tatsächlich ein Original Logitech-Karton gewesen. In diesem also blau-schwarzer Karton, so wie eigentlich das G29 auch verpackt war, zumindest meins, also halt original Logitech, da stand nichts mehr von Cytec drauf, nichts von Farming Simulator oder sonstiges. Ja, und Unterschiede gibt es eigentlich keine, einen einzigen, und der ist nur optisch, leider nicht technisch, also technisch gesehen ist das immer noch ja dasselbe Plastikzeug wie vorher. Für alle, die diese Konsolen kennen und jetzt eventuell entweder eine da haben oder vor Augen haben, dann ist bei den alten, muss ich nochmal eben gucken, genau, dann steht bei den alten nämlich neben der Taste 21, also das ist diese etwas längliche Taste über dem Joystick. Da steht rechts daneben Cytec. Und bei den neuen Konsolen ist das Cytec weg und dafür hat man jetzt unter dem Joystick ein Logitech-Symbol. Das ist schlichtweg der einzige Unterschied. Ich habe gedacht, dass vielleicht der Joystick anders gelagert ist, anderen Gummipuffer hat oder vielleicht auch anders gummiert ist. Wobei, nee, ist nicht. Ist leider nicht. Tasten sind genauso, ja, da hat sich gar nichts geändert. Ich hätte ja, wenn es tatsächlich mehr Unterschiede gegeben hätte, hätte ich ein Video gemacht, mal darüber. So, ja, ich will jetzt nicht vlogmäßig sagen, aber einfach ja, ich hätte dann halt meine Kamera, mein Handykamera genommen oder die, wobei da ist, glaube ich, Handykamera wäre dann besser gewesen und hätte mal die Unterschiede aufgezeigt. Da es da aber halt keine gibt, außer dass sich wahrscheinlich jetzt, ja, Logitech in dem Sinne dafür bekennt, und deswegen ihr Logo drauf klatscht. Ich glaube, dazu brauche ich kein Video machen. Das konnte ich jetzt gerade relativ gut erklären. Ich kann aber, und das werde ich machen, ich werde mal ein Foto dazu machen. Oder von beiden Konsolen ein Foto, damit man einfach den Vergleich hat. Und das lade ich dann mal im Discord hoch und in Facebook auf
auf Facebook in meiner Gruppe. So. Manchmal ist Deutsch reden auch einfach schwer. Mache ich seit vielen, vielen Jahren als geborener Deutscher und dennoch, ja, weiß ich nicht, manchmal ist es schwer. Vor allem, wenn man schneller redet, als man eigentlich denkt. Und das kann ich richtig gut. So. So. Haben wir hier schon wieder gleich den ersten Bunker voll. Ich hoffe, dass wir noch vor 0 Uhr ins Bett kommen. Ja, anschließend werde ich meine Konsole dann natürlich erst nach der Aufnahmesession anschließend selber wäre es nicht das Problem. Das ist in weniger als einer Minute gemacht. Tatsächlich, das Tastenbelegen würde mir jetzt wieder ein bisschen zu lange dauern. Ich habe mich jetzt gerade dran gewöhnt, wo hier was ist, was ich im Moment brauche. Und deswegen mache ich das dann erst nach der Aufnahmesession, dass ich dann für fürs nächste LS-Zocken wieder gewappnet bin mit allem, was ich brauche. Und ich bitte, bitte lass das Getriebe-Addon kommen. Das fehlt mir sowas von, dass man halt einfach wieder mal vernünftig bremsen kann, ohne dass irgendwas gleich rückwärts fahren will, wenn man zum Stehen gekommen ist. Ich mag das einfach nicht. Aber ich muss sagen, ich mag den Spielstand hier. Also ich habe mich tatsächlich recht gut hier an die Karte gewöhnt. Bis jetzt, also es macht mir hier gerade mehr Spaß als auf der Felsbrunn. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Liegt wahrscheinlich aber auch einfach nur daran, dass ich hier jetzt schon mehr habe. Okay, es ist ja auch teilweise was gecheatet gewesen. Aber ich habe halt gerade auch richtig Bock auf die Karte hier. Deswegen wollen wir mal gucken, wie viele Folgen ich hier heute mache. Da ich jetzt natürlich schon das erste Feld geerntet habe im Zeitraffer, wo ich hätte zwei Folgen rausmachen können, ja, ist mir eigentlich schon mal eine flöten gegangen, aber wir machen jetzt hier von Nummer 2. Das heißt, wir haben quasi drei Erntefolgen. Eine Zeitraffer, zwei normal. Wobei ich vermute, dass wir das hier auch relativ zügig durchkriegen, dafür gar keine ganzen zwei Folgen brauchen. Dass wir morgen nach wenigen Minuten schon fertig sind und beginnen können mit Feld 3 der Vorbereitung wieder. Und ich freue mich vor allem darauf, wenn wir uns Schafe holen, fahren. Ich weiß auch noch gar nicht, Karte war das hier genau. Der Viehhändler. Wir können ja mal nebenbei gucken, wo ist denn der Viehhändler? Da unten. Ich habe ihn gefunden. Bei Feld 14. Das ist ein recht weiter Weg. Das noch am Shop vorbeifahren, eine ganze Ecke, da könnte man auch schon vielleicht könnte man auch einfach andersrum fahren. Toll wäre, wenn ich das mit dem Zug machen könnte, weil der fährt nämlich genau da vorbei. Wenn wir nochmal auf die Karte gucken, der fährt da genau dran vorbei am Viehhändler und halt hier oben bei uns. Wenn ich die jetzt, was weiß ich, zum Bahnsilo West bringen könnte, die Tiere, die da ausladen in meinem und in meinen Transporter rein, das wäre noch eine coole Sache. Wenn das irgendein Modder mitkriegt, kann mir ja jemand sowas bauen, das wäre cool. Dass man die Viecher halt zwischenlagern kann und mit dem Zug transportabel sind. Das wäre richtig geil. Weil Fakt ist, das wird eine Fahrerei, wenn da, ich glaube, 10 Schafe passen da rein. Wenn wir uns mal eben 50 holen wollen, wobei 50 übertrieben ist, da
Jetzt sind 75.000. Ja doch, aber das sollten wir schon machen. Das Geld sollten wir investieren. Dann sind wir zwar fast pleite, aber was uns beruhigt, ist halt, dass wir noch Kredit nehmen können. Wenn es drauf ankommt, haben wir noch einen Kredit, den wir nehmen können. Und wir haben die Ernte hier noch, die wir auch noch verticken können zwischendurch, wenn wir einen richtig guten Preis dafür bekommen. Und dann denke ich mal, sind die 75.000 auch ganz schnell wieder drin. Mal angenommen, wir hatten jetzt 18.000 und kriegen jetzt hier 30 raus. Dann haben wir schon 50.000 und es gibt immer über 1.000 Euro pro Liter, pro 1.000 Liter. Dann haben wir schon mehr 50.000 raus. Also ich glaube, da können wir uns das ruhig gönnen, dass wir uns direkt 50 Schafe holen. Dann ist halt nur die Frage, ob es sich nicht lohnt, welchen größten Anhänger zu holen. Da müssen wir dann nochmal nach dem Preis gucken. Weil fünfmal darunter düsen, das wird auch richtig Zeit in Anspruch nehmen. So, wir überqueren jetzt demnächst die Hälfte des Feldes. Gut, dann würde ich sagen, ja, da wir jetzt hier fast die Hälfte des Feldes schon haben, Moment, hier fahren wir nochmal ein Stück zurück, das will ich noch haben. Machen wir die andere Hälfte morgen. Da schnacken wir dann auch nicht ganz so viel, geht direkt im Anschluss weiter hier. Ja, war da noch, ich wollte noch irgendwas sagen. Es wird mir sicherlich gleich einfallen. Und dann werdet ihr es morgen erfahren, falls es mir wieder einfällt. Ja, dann bedanke ich mich natürlich recht herzlich wieder, dass ihr dabei gewesen seid und zugeschaut habt. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet und euch die Videos gefallen und meine Projekte, dann haut doch gerne mal den Like-Button rein und vergesst nicht, irgendwas in die Kommentare zu schreiben, was euch einfällt und zu dem Video passt oder zu dem Thema passt, wie auch immer. Könnt auch gerne was zu den Seitenkonsolen sagen. Alles kein Problem, wir können über alles quatschen. Falls ihr vielleicht ja irgendwelche Erfahrungen habt oder vielleicht habt ihr irgendwie noch eine andere Konsole gekriegt. Vielleicht gibt es ja tatsächlich noch eine dritte Variante. Ich weiß es nicht. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare hauen. Dann sage ich mal reingehauen. Wir sehen uns morgen wieder. Einen charmanten Tag noch. Und ciao.